Willkommen zurück bei Folge 3 von The Darkest Dungeon. Mir fällt gerade auf, dass hier oben The Line East Stage steht. Ich hätte mich vielleicht anders nennen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Upgrade Combat Skills kann ich jetzt hier Make in der no Gilde. Mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Aber den will ich gerne mitnehmen. Und sie auch. Der hat schon wieder viel zu viel Stress. Komm, Joker, du gehst auch mal. Nee. Oh Gott, das ist ja übel. Du gehst hier mal ein bisschen helfen. Und beim Blacksmith kann ich meine Rüstung upgraden. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Problem dabei ist, ich kann den, glaube ich, jetzt nächste Runde nicht mitnehmen. Ah, brauche ich erstmal, okay. Blacksmith Upgrade. What? Da brauche ich jede Menge Deeds. What the fuck? Wenn ich hier was upgraden will. Okay, hier kann ich ein Skill upgraden. Allerdings weiß ich noch nicht, welche vier Leute ich mitnehme, so richtig. Sie auf jeden Fall. Ihn auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich Dark Nova und Guppy, dann könnte ich Liz zum Beispiel hier reinpacken. Könnten Melee-Skill lernen und die war eigentlich. Sie könnte das hier heilen lernen, das brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich auf jeden Fall. Vorkommen aktivierte Skill, also. Okay. Okay, also es gibt. Jeder Held darf nur 4 Kampffertigkeiten aktiv dabei haben und die kann, muss ich halt entsprechend ändern. Okay, hier muss ich ja gar nicht. Die muss ich gar nicht. Kann ich einfach so dann mitnehmen, okay. Divine Grace, das kann ich halt sozusagen, ne? Dazzling Judgment. Illumination. Tage kann weniger dodgen. Habe ich jetzt nicht benutzt, will ich immer so machen. Ja, geht dann ein bisschen mehr nach hinten, das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich Platz 4 packen. So, wenn ich jetzt Shirley dann mache, dann kann ich sie wieder. Kann ich sie zum Meditieren schicken? Ich habe bloß 9000 Gold, ist nicht so viel. So, und der Taverne. Wie gesagt, da. Oh Gott, der darf nur beten. Nein. Oh fuck. Oh fuck. Kann ich auch dich in die Taverne stecken und den mitnehmen. Als Nahkämpfer. Strong drink, a game of chance and companionship. The rush of life. Emberg. Out. Auf Room Battles. Room Battles. Oh, jetzt kann ich hier hin. Jetzt kann ich in Wheels gehen. Warren's Cove. Estate Map. Will mich wahrscheinlich mit denen wieder im Kampf versuchen, denke ich. Wie gesagt, ich den jetzt mitnehme, kopiert auf Platz 2, sie auf Platz 3 und rot wieder ganz hinten. Provision. So, jetzt nehme ich meine Schaufel mit, ich habe Benutzer. Essen. Ich glaube, 12 ist eine ganz gute Ration. Und Fackeln. Denke ich mal so ungefähr. Start. Okay. Jede Region hat ihre eigene Herausforderung. Ich soll meine Partnerschaften anpassen. And what better place to begin than the seat of our noble line? Na super. Ja, was muss ich hin und her laufen? Ja, ich brauche ja Room Battles.
Is that the sparkle of coin I see? Oh, die hat jetzt... Moment mal. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Magic of Money, ja, okay. Die macht dann auf jeden Fall auf, wenn sie irgendwie das so vermutet. Nein, ich will da nicht reingucken. Na, Trap. Bei 82 liegt trotzdem die Trap nicht gesehen. Ach, ist doch kacke. Funktioniert das Scouten jetzt nicht mehr. Das ist doof. Okay. Ja, ich komm. Au. Kritmodifikator, Damage-Modifikator, Accuracy-Based. Ist noch nicht ganz klar, warum mir das was bringt. Ist das dann für das Ziel oder was? Damage-Modifikator minus 20%. Ah, nee, das ist ein AOE. Oh. Oh. Ah, ist natürlich welche Eindrücke. Einiges. Nein, beide haben gedodged. Aber die machen nur 4 Schaden mit dem Blöden. Dazzling Light, Illumination. Resist. Joa, nö, dann wie viel hat er noch 4? Pö, dann kann ich auch einfach mal. Ich will nur wissen, was das ist. Zealous Accusation. Confidence surges as the enemy crumbles. Ist auch ein AOE. Sollte halt ein bisschen mehr ausprobieren. Disorienting Blast. Das war nicht so sinnvoll. Aua! Das tut weh, Jungs. Press this advantage. Give them no quarter. Hier. Erstmal heilen wieder. Und 6. Ja, den kann ich töten. Oder auch nicht. Nee. Divine Comfort, Dazzling Light. Okay, erstmal versuchen zu stunnen. Der hat noch nicht funktioniert. Versuchen den auch mitzugeben. Hat auch nicht funktioniert so richtig. Das hat so funktioniert und macht beide auf ein Leben. Ne, 2 und 3. Hätte ich jetzt wirklich einfach normal angreifen sollen. Doppelkill. The fiend falls, a faint hope blossoms. Confession Boost. Hero Sins in. Okay. Da hab ich irgendwie ein bisschen Sachen von meinen. Da war noch nie was Gutes drin. Nein. Paranoid ist er jetzt geworden. Na, fuck. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Wenn Heroes kann. Wenn also die Helden den Stress nicht mehr aushalten kann, dann kommen sie afflicted, dann werden sie halt heimgesucht sozusagen. Das kann sich in vielen Stat-Varianten ändern. Affliction lassen. Okay, und das hält an, bis man sie in der Stadt sozusagen behandeln lässt. Also man kann den Stress auf 0 reduzieren während der Quest. Na geil. So kann ich es ziehen, okay. Lauf, 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 lauf. Ich guck nie wieder in den Scheiß rein, ehrlich. Oh Mann. Jetzt kann ich auch in die reingucken. Ja.
Creeping Cough hat er jetzt auch bekommen. Okay. Also, es gibt Sachen, die ich niemals reingucken werde wieder. Niemals. Die Iron Maiden gehört dazu. A Trap. So, Pistol Shot. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter. Alle Deutschen. What the fuck? Aber Blinding Gas trifft die da hinten beide. Wie viel Damage habe ich denn? Keine Ahnung. Genug. Executed with impunity. A strike for the righteous. A powerful blow. Dodge daneben. Illumination. Ein Party hier wäre vielleicht gar nicht so kacke. Ne, ein Party hier wäre glaube ich wirklich nicht so kacke. Au. Noch mehr Stress. Hat es irgendeine Auswirkung, wenn ich mir noch mehr Stress abkriegt? Oder ist es dann irgendwann Wurst? Au. 6 tut weh. Der hat just soft Dingers ab. Okay, jetzt hat wieder Stress auf meinen anderen übertragen. Anything else from Trickster Devil. Okay, er macht halt einfach was er lustig ist. Das ist gar nicht so schlecht, das hätte ich eh gemacht. Muss ich mal so sagen. Sie heilt den irgendwie nicht mehr so effektiv, ist das Gefühl. Daneben. Aua! Der kriegt jetzt echt langsam ordentlich Schaden. Immer heilen. Sie halt generell nicht mehr so effektiv wie gerade. Oh, wie Twihi! Immer nur 3 heilen. 3 von 5 und 3 zu heilen. Creatures can be felled. They can be beaten. So, auch da gucke ich mal wieder rein. Old Herlums, sehr gut. So. Jetzt even the cold stone seems bent okay, on preventing passage. Ich schaffe, aber ich krieg weniger Schaden und weniger Dingens. Sehr gut. Whoops. Blinding Gas. Einer ist gedodged, der andere ist gestunt. Sehr gut. Hab ich hier, Alter. What the shit? Das ist echt viel. Mach doch mal das. Au. Das ist dieser Typ, ey. Gedodged, sehr gut. How did you miss, unless? Minus Dodge. Den würde ich gerne Minus Dodge haben. Debuff. Weil den Wicht töten dann. Ah, you are talking about me. Och, Jordan ist ja schon mal nicht schlecht auf den Typen. So, Pistol Shot. Komm mal. 3. Auch ehrlich. Au, der kann auch eine Pistolenschweinerei. So. Wieder angestunt. Was macht die alle weg?
versuchen wir den zu stunnen. Jawohl, noch ein Stun. Kann ich nur den angreifen? Wo ich eigentlich die beiden anderen angreifen sollte. Aber der nimmt, glaube ich, zwei Plätze ein. Das ist das Problem. Hier siehst du es auch, der nimmt zwei Plätze ein. Kacko. Wieder auf. Alter, viel Schaden. Jetzt macht er 8. Yes. Juhu. Kann ich auch noch den machen. So, mein Handy, Entschuldigung Leute, habt ihr wahrscheinlich gehört. Kann ich gerade nicht ändern so richtig. Dazzling Light. Der hat noch 11. Ich könnte ja mal den hier heilen. 4. Einiges Battlefield. Auf jeden Fall durch. Unter 10 schon ein ganz guter Startpunkt. Aua. Aua. Auf 6. Au. Shit. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Macht nicht genug Schaden. Also, der ist in der nächsten Runde tot. Erstmal sich selbst schützen. Ihr müsst doch sterben! Pistol Shot, kann ich auf den gehen. Jetzt mal den nochmal rein. Don't touch me, Sorcerer. Na toll. Ich wollte dir nur helfen, du blöder Hund. Disorientating Blast kann ich aber nutzen. Das ist eine gute Idee. Ich nehme mich ganz normal in den Arm und der ist nämlich. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Jetzt Shadows can't see us now. Also Paranoid funktioniert noch relativ gut, sage ich mal dafür. Aber der hat halt echt viel. But a victory nonetheless. Contemplates Mortality. Begegnet irgendwie Unsterblichkeit. Schade. So, wie viel? 90 Light haben wir sogar. Fett. Ah, wenn ich genug Light habe, kann ich auch. Uff. Das sieht böse aus. Hunger, eat. Trap! Ambushed by foul invention. Gold noch mitgenommen. Ja, ich glaube, ich würde aber im Enden Quest. Ja. Ich will nicht sterben. But not the end of things. Ich will nicht sterben. Das wäre ja echt kacke gewesen. Und unter 25, ja, minus 20% Stressresistenz, okay. Fragil, jawoll. Slow Draw, oh Gott. Aber plus 10% Scouting Chance. Was ein paranoider Typ, ey. Wie kann ich denn jemanden, der paranoid ist, jetzt. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Ah, Sanatorium. Dich erstmal heilen. Remove Kleptomaniac? Ne, das will ich eigentlich nicht. Treatment Cost bei 10%. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot.
Remove clipped menu. Hm. Ich denke mal, ich muss das machen. Why the leather straps? Oh man. Oh. Was bist du denn? Auch ein Fernkämpfer relativ weit hinten. Chance to produce food, okay. Stress resistance, produce supply item. Reduce stress by 10. Prefer target, prefer position, wir die dritte. Ihr ist es relativ egal. Poison Dart. Und die gleichen. Nee, sie hat halt andere. Inspiring Cry. Stress Heal plus 4. Okay. Work of Hands Heal 10% reducing stress by 10. Das ist nice. Den hätte ich auf jeden Fall gerne. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Ich hätte gern noch so einen Disease Doctor eigentlich, muss ich dazu sagen. Ich würde auf jeden Fall. Das war die auch die mit dem Stress Release. Die hat nämlich kein Stress Release, die hat nur Stress Resistance. Produce Food. Die hat auch. Und Scouting Chance Improvement. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Not enough quests. Scout Short. Achso, oh, Entschuldigung. Ich würde behaupten, das war erstmal die dritte Folge und das war es dann für mich auch wahrscheinlich für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen und bis bald.